Ganz lässig ist natürlich, dass wir jetzt zurzeit gerade 3 PhD-Studenten sind, die ziemlich gleich weit sind auch. Wir treffen uns einmal im Monat zu einem Austausch, wo wir auch fachliche Themen können, miteinander diskutieren und voneinander auch ein ehrliches Feedback bekommen. Was aber vor allem wichtig ist an dem Treffen, ist, dass man so die Höhen und Tiefen gemeinsam austauschen können und wir können uns da gegenseitig unterstützen und merken einfach, andere geht es gleich und das ist nicht so schlimm. Und so uns wirklich gegenseitig können unterstützen, einerseits fachlich, inhaltlich, aber auch im sozialen, emotionalen Bereich. Ich habe mich durch mein Studium an der ZHW sehr gut vorbereitet gefühlt jetzt für den PhD. Im Master habe ich gelernt, wie ich ein Forschungsprojekt aufbauen und herleiten kann. Und das hat mir natürlich für die Bewerbung ins King's College sehr viel helfen, weil ich dort einen Forschungsplan mit einreichen musste. Ich habe eine Vielfalt kennengelernt während dem Masterstudium. Ich habe gelernt, mich zu vernetzen und ich habe wirklich Forschungsfähigkeiten erlernt. Ich habe mich für das PhD entschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich noch mehr brauche, für meine Tätigkeit können, vor allem in der Forschung voranzutreiben. Und ich merke, es macht mir Spass, eigene Projekte auch zu entwickeln und vielleicht später auch zu entleiten. Ich mache das PhD-Studium aus verschiedenen Gründen. Zum einen hat es sich entwickelt aus der Forschung, die ich bisher gemacht habe, dass ich hier einen Schritt weitergehen kann. Zum anderen bietet es mir die Möglichkeit, an der Hochschule zu dozieren und auch weitere Forschung selber zu entwickeln. Was mich antreibt, oder was wirklich ist, glaube ich, die Neugier, mehr zu wissen, wo wir nachher für Menschen zu pflegen. Aus verschiedenen Gründen habe ich Witten gewählt. Zum einen von den Professorinnen, die dort sind, die im Bereich der Bewegung geforscht haben. Und Bewegung ist auch ein Thema von meiner Arbeit. Und so weil es vereinbar ist mit meiner Familie und meinem Leben. Ich reise im Durchschnitt einmal pro Monat auf London. Vor allem dann, wenn ich meine Supervisoren treffe. Je nachdem, was für Kurse ich buche, bin ich öfters dort oder kann auch mal per Skype eine Supervision machen. Auslandserfahrungen finde ich immer gut. Man kann lernen von anderen Ländern, es hat ein anderes Gesundheitswesen. Man kann eigentlich nur profitieren. Ich empfehle den PhD allen, die Interesse haben, mehr Erfahrung zu machen, mehr Wissen zu generieren, die Lust haben am Entdecken. Es ist eigentlich eine Investition in mich selber.